Großbrand im US-Bundesstaat Texas. In einer Chemiefabrik in der Nähe der Millionenstadt Houston gab es eine heftige Explosion. Mindestens eine Person wurde dabei verletzt und musste auch im Krankenhaus medizinisch versorgt werden. Kurzfristig wurden Straßen rund um das Chemiewerk gesperrt, später aber wieder für den Verkehr freigegeben. Die Ursache für diese heftige Explosion ist bisher noch unklar.